Jetzt könnte wieder ein Tagebuch kommen. Asmodan ist nahe. Ich kann seine Verzweiflung spüren. Ich kann sie riechen. Welch übles Kriegsgerät seine Armee auch immer einsetzen mag, es wird nicht ausreichen, ihn vor mir zu schützen. Eren Sandler, Eroberer aller Herzen. Oh Gott, das ist so krank. Eren Sandler. Ihr habt eins meiner Spielzeuge getötet. Wo bist du? Nun, habt ihr meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Wie sexy ist der? Ich kann den Ton dieses Frauenzimmers nicht leiden. Frauenzimmer. Alter, pass mal auf, du Sexist. Das geht so nicht. So kannst du nicht mit einer sexy Lady sprechen. Gut, sie hat ein paar Beine zu viel, aber... Mist, kein Tagebuch. Aber sie ist immer noch eine Lady der Nacht. Eine Lady der Nacht. Hm. Verfault und verrottet. Oh. Gebieterin der Lust. Ich benötige eure üppigen Dienste. Ich weiß nicht, welch fleischlichen Gelüsten ihr euch gerade in den brennenden Höllen hingebt. Aber reißt euch los davon und bringt eure Töchter mit. Wow. Seht euch vor. Der Feind ist ebenso listig wie stark. Doch die Sterblichen waren immer schon leichte Beute für euch. Nicht wahr? Asmodan hat ein bisschen Bock auf eine Gruppenaction, ja? Er ruft die Gebieterin der Lust und sagt ihr, bringt eure Töchter mit. Hier geht's rund. Was ist da los? Nichts Gescheites Neues. Bringt eure Töchter mit. Adam Sandler hat Bock auf Action. Nacht umfängt euch. Wir werden diese Bestien zerreißen. Ich würde da was sagen, aber das wäre nichts jugendfreundlich. Ja, wir sind doch ein... Stream für Kinder, ne? Ein christlicher Stream für Kinder. Nee, du kannst schon was sagen, solange es nicht zu unanständig ist. Ah, Bums Bums, ja, ja, genau. Gebieterin der Lust, also ist doch klar, worum sie geht. Verfault und verrottet. Bums, Bums. Fürchtet nicht das Ende. Ja, fürchtet Adam Sandler. Ich glaube, das habe ich schon einmal gesagt. Nephalem. Dein abscheuliches Volk ist die größte Sünde der Schöpfung. Aber eure Zeit ist vorbei. Wort mit P, also Pumps. Pumps, Pumps. Pumps, Pumps. Puff. Ja, CDR ist eine alte Puffmutti. Genau. Sie soll ihre Pufftöchter mitbringen. Richtig. Ole,
fahren in Puff nach Barcelona. Ole, ole. Ole, ole. Die horadrischen Schriftrollen beschreiben die gewaltigen Phasenbestien als fleischgewordene Sünden. Asmodan gewährte ihnen große Macht, wodurch die Bestien dazu in der Lage sind, sich nach Belieben dem Auge zu entziehen. Es wird angenommen, dass der Herr der Sünde sie nur auf ungewöhnlich kluge Gegner hetzt, die nicht mit Zahn und Klaue zu bezwingen sind. Oh, noch mehr. Die Qualstachler mögen zwar wie Riesenskorpione aussehen, sind jedoch in Wirklichkeit Menschenopfer. Och nein, Cydea. Du kannst doch nicht die Vorlesestunde unterbrechen. Gesellschaft. Oh, ärgerlich. Ich finde die Lore zu den Monstern und so allgemein, ich finde die Lore einfach so richtig spannend. Und wenn man dann gerade was vorgelesen bekommt und die unterbrechen das, ist immer so ärgerlich. Ihr seid etwas Außergewöhnliches. Ich weiß. Nicht wahr? Ich bin Adam Sandler. Oh. Alles klar soweit? Oh, ich höre einen Goblin. Der Goblin war aber schnell tot. Riesigen Viecher, ey. Ich habe das schon beim letzten Playthrough mit der Demon Hunterin gesagt. Wenn sie diese Viecher einfach mal losketten würden und loslassen würden auf die Menschheit, hätten wir gar keine Chance mehr. Ich wette, die Viecher sind stärker als Diablo, Baal oder sonst sowas. Die können einfach auf Diablo drauf treten und er ist tot. Guckt euch die Viecher mal an. Gewaltige Dinger. All der Schmerz und das Leid, ach, da bist du ja, das ihr aushalten müsst. Hallo, Puppmutti. Ihr müsst darauf brennen, mich zu sehen. Ja, Puffmutti, wir kommen dich gleich sehen. Ist ja alles gut. Geduld. Ich wollte gerade sagen, Geduld ist eine Tugend. Dann ist mir aber eingefallen, es geht ja hier um Dämonen. Und Dämonen haben ja nichts Tugendhaftes, die haben was Sündhaftes, ne? Macht Sinn, dass die keine Geduld haben. Ole, wir fahren im Puff zu der Cydea. Ole, 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 ole. Hat der Templer gerade Scheiße oder Schätze gesagt? Die armen Dinger leben ein Leben endloser Qualen. Also als Templer glaube ich nicht, dass er Scheiße gesagt hat. Aber es klang so. Lauf dann so lang, der ist doch Scheiße. Ich labe mich an ihrer Qual, ihrer ewigen Pein. Ich dachte, Andariel wäre die Herrscherin der Pein. Oder war das Duriel? Ich bin mir nicht mal ganz sicher. Ich glaube, Andariel ist für die psychische, für den psychischen Schmerz da und Duriel für den körperlichen, oder?
Also die machen, die kontrollieren ja beide den Aspekt der Pein und der Schmerzen und sowas. Ne? Aber wie gesagt, die eine so eher. Ihr seid so eifrig. Im Kopf. Ich denke, ich sollte mich wohl und der andere halt im Körper. Warum stoppen die nicht? Oh, wie belebend. Spielt mit meinen Töchtern. Ich möchte jetzt wird's euch sexy. Nicht ermüden. Hufmutti schickt ihre Töchter. Die haben auch gar nichts ausgehalten. Ich kann spüren, wie das Blut aus dem Sündenherz strömt. Dafür ich habe für eine Stunde gezahlt und die haben gerade mal 5 Minuten ausgehalten. Schrecklich. Ich möchte mit dem Manager sprechen. Ich habe eine Beschwerde einzureichen. Schrecklicher Puff hier, ey. Ole, wir fahren im Puff zu der Cydea. Ole, ole. So nahe. So nahe schon. Ja. Gleich komme ich. Was? Nein. Wehe, da macht jemand einen Clip draus. Wehe, er macht da einen Clip draus. Wie mit den Oliven damals, ey. Schrecklich. Schwäche überkommt euch. Boah, die Explosionen sind einfach geil. Finde ich besser gemacht als in Diablo 2, muss ich sagen. Weil es hier halt 5 Explosionen sind, wenn 5 Leichen da sind. Ja? Und bei Diablo 2 war es halt immer nur eine. Bei Diablo 2 war es wahrscheinlich trotzdem stärker. Weil es auf den Monster-HP basiert hat. Also prozentual. Ja. Aber hier sieht es einfach epischer aus, weil mehrere kleine Explosionen kommen. Finde ich cool. Es ist schwächer, aber es sieht cooler aus. Meine Macht wächst. So, was haben wir denn jetzt? Was haben wir denn jetzt bekommen? An Blutsaugen können wir leider nichts ändern. Wir müssen es genauso lassen, wie es ist. Damit es mit dem Unique gut synergiert. Hier gibt's nichts Neues. Hier gibt's nichts Neues. Und Land der Toten hätten wir jetzt zur Verfügung. Ich weiß gar nicht, wie wir das am besten nutzen können. Yo, Midori. Hallo. Land der Toten. Alle auf Leichen basierenden Fertigkeiten können 10 Sekunden lang beliebig oft eingesetzt werden. Was heißt denn das? Heißt das, wenn ich Leichenexplosion einsetze, dass die Leichen gar nicht verschwinden? Dass ich die einfach weiter explodieren lassen kann? Ich weiß nicht genau, wie dieser Skill funktionieren soll. Moment. Wir machen den hier mal weg. Und probieren das mal aus. Was setzen wir da vorne rein? Skelette. Nee, das geht nicht. Oh, warum geht denn das nicht? Das müsste doch aber eigentlich gehen, oder? Gab es nicht irgendeine Option dafür? Tasten, ne, Gameplay, oder? Ich glaube, es gab irgendwo eine Option, die es ermöglicht, jeden Skill überall hin. Hier, Wahlmodus. Vollständig anzupassen. Trotzdem sagt er mir, es geht nicht. Schon frech, ne?
da vollständig anpassen. Nur nicht so vollständig, wie ich es möchte. Das geht auch nicht. Das geht nicht. Der geht. So, wenn ich jetzt Land der Toten aktiviere, kann ich jetzt permanent explodieren lassen? Ah, obwohl keine Leichen da sind, kann ich es trotzdem machen. Das ist geil. Ja, das ist der Hammer. Also Land der Toten aktivieren, wenn Bosskampf kommt. Und dann einfach Leichenexplosion durchspammen, obwohl keine Leichen da liegen. Das ist geil. Okay. Und dann kannst du theoretisch wahrscheinlich auch Wiederbelebung, also Reanimation einsetzen, ohne dass Leichen da liegen. Könnte ich mir vorstellen, dass das für die Grifts richtig geil wird. Für unseren Story-Playthrough... Weiß ich nicht, was wir da brauchen. Da würde ich lieber den Mobility-Skill wieder reinnehmen. Soll heißen, wir warten mal, bis das abgelaufen ist und dann setzen wir wieder diesen Blutwarp rein. Im Story-Modus braucht man einfach nicht so viel Power. Es ist, wie man sieht, ja relativ einfach, in Anführungsstrichen. Aber für die Grifts später, da müssen wir dann schauen, wie wir eine schöne Mischung aus Verteidigung und Schaden reinkriegen. Ich muss euch danken. Wofür? Als ich Templer wurde, träumte ich davon, die Höllen selbst zu bekämpfen. Das hier ist alles, was ich je wollte. Dann stellen wir besser sicher, dass sich unser Ausflug auch lohnt. Nacht umfängt euch. Ich kann den einfach nicht ernst nehmen. Adam Sandler hier. Nacht umfängt euch. Ist ja gut, Adam, ist ja gut. Sing noch mal ein bisschen I Feel Pretty. So, Achtung, jetzt können wir die Skills wieder umsetzen. Ich nehme jetzt wieder den Skill raus. Moment. Hier kommt jetzt dieser Movement-Skill rein, blutige Pfade. Jetzt bin ich am überlegen, Armee der Toten? Wir könnten Armee der Toten ersetzen. Mit Land der Toten. Beide haben 2 Minuten Cooldown. Aber mit Land der Toten kann ich ja deutlich mehr Schaden machen. Wenn ich einfach mal 10 Sekunden lang Leichenexplosion spammen kann, das ist ja der Hammer, oder? Ja, guck mal. Wir alle sind Teil des Kreislaufs. Aber voll brutal, was man damit anrichten kann. Achso, ja, wir sind alle Teil des Kreislaufs. Ich fange jetzt nicht wieder an, König der Löwen zu singen. Du denkst, du weißt, was Schmerzen sind, Nephalem. Was Leid ist? Ja, ich werde dir gleich Leid zufügen. Meine Konkubine wird dir schon bald die wahre Bedeutung zeigen. Was für eine Biene? Nee, Wespen sind stärker. Die machen wir platt, die Konkubine. Asmodan hat doch nicht mal eine Frau. Ich hoffe doch, dass ihr euch die nicht Frau, zu viel was vorgenommen habt. Hütet eure Zunge, Dämon. Ich meine, eine Konkubine ist doch quasi, wenn man eine Liebhaberin hat, neben der Ehefrau. Ne? Also man hat eine Freundin oder eine Frau oder irgendwie eine Beziehung. Und die Konkubine ist dann halt das Nebenbei. Dazu, extra zu dem. Aber der hat doch keine Freundin oder Frau oder sowas. Warum hat er da eine Konkubine?
Warum hat er eine Konkubine, wenn er keine richtige Beziehung hat? Ist ein Dämon, die haben keine Frauen. Unvorstellbarer Reichtum. Das ist was für Bullshit. Er will einfach nicht zugeben, dass er sie liebt. Oh, seine Konkubine. Jetzt wird ja noch eine Liebesgeschichte draus. Asmodan und Zendaya. Mit solchen Gegnern wollte ich es schon immer aufnehmen. Ja, dann mach's doch. Die Ketten reißen an ihrem Fleisch. Hört ihre Schreie. Solch süße Musik. Was? Süße Musik? Schreie und das Geräusch wie Fleisch von Ketten vom Knochen, durch Ketten vom Knochen gerissen werden oder sowas? Finde ich jetzt nicht gerade sehr sexy. Also. Merkwürdiger King. Mein Geist. Oh, was ich mit euch anstellen werde. Hat sie denn gar keine Scham? Nein, hat sie nicht. Sie ist die Herrin der Lust. Die Domina mit den 8 Beinen. Weißt du? Um für meine Freiheit zu bezahlen, bleibt mir nichts als mein Fleisch und Blut. Kommt, die klingt wie ein Goldini. Dort unten. Goldini. Das Porno-Pokémon. Zendaya, die Gebieterin der Lust, hat uns mit ihren verdammten Versprechen gelockt. Ich werde nie vergessen, was sie mich tun ließ. Ja, die Zendaya also hat einen Unterkörper einer Spinne und den Oberkörper einer Frau. Ist komischerweise jetzt schon der zweite weibliche Spinnenboss in diesem Spiel. In Akt 1 gibt es einen, das ist die Königin Aranea, ist auch so Unterkörper Spinne, Oberkörper Frau. Ja? Und jetzt hier in Akt 3 gibt es wieder so ein Ding. Also irgendjemand, der hier in der Entwicklung beteiligt war, hat wohl einen Fetisch, was Spinnen angeht. Irgendjemand steht hier auf Beine. Viele Beine. Achtfacher Fußfetisch. Oh Gott. Ich bin froh, dass Twitch den so einen Diablo-Stream direkt als nicht für Kinder geeignet markiert. Theoretisch sollten hier keine Kinder zugucken. Da ist sie. Da. Achtbeinig. Oh ja, auf das hier habe ich mich gefreut. Und guck mal, die trägt sogar noch Strapsen oder sowas, ne? Die hat da was über die Beine. Strumpfhosen irgendwie so drüber gezogen, so ganz merkwürdig. Ja, das war's. Asmodan steht zwar all seinen Leutnants nah, aber an Zendaya liegt ihm besonders viel. Die Gebieterin der Lust ist ebenso schön wie grotesk. Sie hat den Oberkörper einer Frau und die Beine einer Spinne. Ihre Stimme soll weich wie Honig sein, doch sie spricht nur Worte des Todes. Memeon, ist das nicht dieser Fisch? Von Phineon? Asmodan wird uns nicht entwischen. Tötet Asmodan.
gehen erstmal zurück in die Stadt und gucken mal. Ne, warte mal, unten müsste nochmal ein Wegpunkt kommen. Nach dem Wegpunkt gehen wir kurz in die Stadt zum Items verkaufen und gucken mal, ob wir eventuell auch gleich noch ein neues Tagebuch finden. Wir haben uns den Weg in die Tiefen des Kraters erkämpft. Asmodan kann nicht weit sein. Ja. Was? Mimeon ist ein Frosch, kein Fisch? Mist. Knapp daneben ist auch vorbei, ja. Schade, kein Tagebuch.